Was steht denn auf Ihrer Visitenkarte? Worum geht es eigentlich in Ihrem Job? Wie ist denn Ihr ganz persönlicher Werdegang? Und hat dieser Werdegang eigentlich mit Ihrem Job heute noch was zu tun? Oder ja, war der wichtig dafür? Was ist eigentlich das Coole an dem, was Sie machen? Was ist das Coole an Ihrem Job? Oder wo gibt es denn auch die Einschränkungen? Und zu guter Letzt, was würden Sie sich selbst als Ratschlag geben, wenn Sie sich selbst als 14-Jährigen nochmal begegnen könnten? Das sind die 7 Fragen, mit denen mein nächster Gast den Grundstein gelegt hat für das, was er heute tut. Ali Malocci ist jemand, der ein Startup gegründet hat, viele Dinge vorher gemacht hat, aber vor allem eins ist, interessiert am Menschen und wie es ihm geht. Und deswegen habe ich ihn heute auch hier eingeladen, bei uns zu sein, nämlich die Facette der Digitalisierung aus jemand, der im digitalen Umfeld tätig ist, zu beleuchten, der aber von sich selbst durchaus behaupten kann, dass es ihm zuallererst und zu guter Letzt um den Menschen geht. Diese Fragen werden Menschen gestellt und die Antworten werden auf Video aufgenommen. Mittlerweile hat die Plattform, die er gegründet hat, WatcherDo, 6000 Menschen auf Video, die diese Fragen beantworten und monatlich 1 Million Menschen, die sich diese Videos anschauen. Monatlich. Und damit beeinflusst er und inspiriert er Menschen. Ich bin froh, dass er heute hier ist und uns berichten wird, wie es dazu kam und wie er die Welt sieht. Ali Malocci. Okay, ist ganz schön groß hier. Wir leben, das brauche ich jetzt nicht nochmal quasi tausendmal sagen, unsere Welt verändert sich ganz, ganz schnell. Ich bin im Gegensatz zu meinen Vorrednern sicher niemand, der von sich sagen würde, ich bin ein Experte, sondern worüber ich Ihnen heute erzählen werde, sind die Erfahrungen aus den letzten 35 Jahren meines Lebens. Speziell aus den letzten 6 Jahren meines Lebens, als ich begonnen habe, ein bisschen auf die Suche zu gehen, um mir anzusehen, warum Menschen tun, was sie tun. Wenn wir uns die Welt heute an sich ansehen, dann merken wir natürlich, dass sie sich sehr stark verändert. Aber es gibt Dinge, die uns immer wichtig waren. Fundamente unseres Lebens wie Freundschaft, Liebe oder Konsum. Das waren Dinge, die waren uns vor 40 Jahren wichtig und die werden uns wahrscheinlich auch in den kommenden 40 Jahren wichtig sein. Bloß mit der Zunahme des Internets oder der Digitalisierung hat sich doch die Art und Weise, wie wir diese Lebenswelten heute leben, wirklich komplett verändert. Ich habe ja früher aus dem Urlaub eine Postkarte verschickt. Heute kann ich ein Foto hochladen auf Facebook und meine Mama ist die Erste, die alles liked. Und meine Mama ist 65, ja. Die Liebe des Lebens habe ich früher kennengelernt am Pausenhof oder am Arbeitsplatz. Heute kann ich mir irgendeine App runterladen und schauen, wer hat heute Abend in Frankfurt im Umkreis von 20 Kilometern Lust. Die Leute, die lachen, die kennen die App. Ne? Ich kenne die App nicht, ja, aber Freunde von mir haben die App. Und die haben mir erzählt, dass es sowas gibt, ja. Zu Weihnachten hat der Handel sehr laut geklagt und hat gesagt, die Menschen gehen nicht mehr ins Geschäft und kaufen ein, sie bestellen sehr emotionslos über das Internet. Wenn wir uns diese Veränderungen ansehen und wie die Digitalisierung in unser Leben eingegriffen hat, dann haben wir oft das Gefühl, wir sind dem Ganzen ausgeliefert. Und manchmal, egal ob es die Jugend ist oder wir als Erwachsene, wir haben dann ein eigenes Bild von uns, wir können ja mit dem Ganzen gar nicht mehr umgehen. Wir sind dem ausgeliefert. Ich bin sehr oft in Schulen und wenn ich mit den erwachsenen Menschen oft über die Jugend rede, dann merke ich, dass es dieses eigene Bild gibt von der Jugend, von einem selbstverliebten Haufen, der den ganzen Tag nichts anderes mehr macht, als die blöden Selfies, irgendwelche Filter drüber legt und denen eigentlich so Themen wie Nachhaltigkeit, Wert oder echte Verbindungen egal sind. Aber ich glaube, über die Jugend so zu schimpfen ist falsch, denn wenn wir uns die erwachsenen Menschen ansehen, sieht es nicht ganz anders aus. Das ist ein Foto aus Berlin vom Bahnhof. Auch wir Erwachsenen starren die ganze Zeit in unsere Mobile Phones und die sind zufrieden, denen der Akku ausgeht, ja. Die gibt es auch noch. Ja. Bei all dieser Veränderung können wir uns andauernd fragen, wie sieht die Zukunft aus? Wie sind die Veränderungen da draußen? Aber ich denke, dass wir langsam verstehen sollten, dass wir in einer Welt leben, wo das Leben uns jeden Tag Bälle zuwirft. Aber die Frage ist, ob wir diese Bälle aufnehmen und lernen, damit zu jonglieren oder ob wir Angst haben, von diesen eigentlich nur niedergeschossen zu werden. Weil zur Abwechslung sollten wir in dieser Welt, wo alle nur mehr über Technologie reden und die Möglichkeiten, wieder mal beginnen, uns auf das zu fokussieren, was uns alle eint. Und zwar der Faktor, ein Mensch zu sein.
mit Träumen, mit Hoffnungen, mit Potenzialen, die wir am Tag unserer Geburt in uns getragen haben. Wir Menschen sind in diese Welt gekommen, wir haben ja nicht mal gewusst, dass es Wirtschaft gibt. Wir wussten ja nicht mal, ob wir Mann oder Frau sind. Wir wussten ja nicht mal, wo wir in dieser Welt geboren worden sind. Und wir haben genau eine einzige Lebenszeit herauszufinden, wozu das Ganze. Und was da draußen passiert oder wie die Welt in 20 Jahren aussieht, weiß niemand von uns. Denn diese Geschichte wurde noch nicht geschrieben. Und ich denke, die einzige Konstante in einer veränderten Welt sind wir selbst. Und unsere Gabe, die Dinge zu bewerten und uns jeden Tag zu fragen, wie wir auf diese Dinge reagieren wollen. Ob wir uns Angst machen wollen oder ob wir einfach verstehen, dass die Veränderung Teil unseres Lebens ist. Ich bin als Flüchtling nach Europa gekommen. Ich bin in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen, vor den Toren Wiens namens ist eigentlich egal. In einem Flüchtlingsheim, naja, ich bin gerade in Deutschland, da kennen Sie es eh nicht. Ja. In Wien wird jeder kennen, wird sagen, oh Gott, da bist du aufgewachsen. Glauben Sie es mir, es war hart. Ich habe mein Leben lang niemals gewusst, wohin ich gehöre. Ich hatte keine Orientierung. Ich war ein Fremder in einem fremden Land. Aber was mich immer interessiert hat mein Leben lang war, warum tun Menschen das, was sie tun? Wie entwickeln sich so die Menschen in die Richtung, wo sie heute stehen? Wenn sie mit 10 Polizisten über deren Leben reden, dann wird ihnen jeder etwas anderes erzählen. Jeder hat einen anderen Werdegang. Jeder findet etwas anderes in seinem Job cool oder nicht. Die meisten Leute sagen dann, durch einen Zufall habe ich das oder jenes entdeckt. Und als Kind wollte ich immer wissen, warum Menschen tun, was sie tun. Und als ich 14 Jahre alt war, hatte ich eine Idee von einem Handbuch mit Lebensgeschichten. Ich habe mir damals mit 14 Jahren, vor über 20 Jahren gewünscht, eine Art Handbuch mit Lebensgeschichten, wo Menschen aus der ganzen Welt ihre Lebensgeschichte reinschreiben. Alle Menschen beantworten dieselben 7 Fragen und dieses Handbuch ist dann kostenlos für die ganze Welt. Für all die Menschen da draußen, die sich jeden Tag die Frage stellen, wie kann meine Zukunft aussehen? Die Idee war, eine Art Handbuch aufzubauen, wo Menschen von vielen anderen auf dieser Welt lernen. Nur vor 20 Jahren gab es kein Internet und meine Lehrer haben immer zu mir gesagt, Ali, weißt du, wie schwer so etwas auszudrucken jeden Tag? Damals konnte sich niemand das Internet vorstellen, deshalb wurde mir als Kind gesagt von den Experten der damaligen Zeit, dass das nicht möglich sein wird. Nur das Problem mit Experten ist oft, das Wissen von ihnen beruht auf der Vergangenheit und der Gegenwart. Denn auch niemand von uns war in der Zukunft. 2010 war ich selber Lehrer in einem Gymnasium, ich habe unterrichtet. Und habe dann dort bei den Kindern, die alle Internet hatten und ihre iPhones hatten und Facebook hatten, habe ich entdeckt, dass die Kinder immer noch nicht wussten, was sie im Leben machen wollen, obwohl das Internet da war. Und so kam ich auf die Idee, dieses Handbuch mit Lebensgeschichten in meiner Freizeit selber zu bauen. Whatcha-do ist amerikanischer Slang und heißt so viel wie was machst du? Und Whatcha-do ist auch der Name einer Videoplattform im Internet, die vor gut 2 Stunden um Punkt 22 Uhr online gegangen ist. Sie richtet sich nicht nur, aber vor allem an junge Menschen, die eben auf der Suche nach einem Job sind. Vom Busfahrer bis zum Bundespräsidenten erzählen hier die, die einen Job haben, warum sie ihn haben und wie sie zu ihm gekommen sind. Also auf meiner Visitenkarte steht Director und Gründer von tunespec.com. Ich bin Autor, das heißt, ich schreibe. Das ist schon zu wenig. Ich habe im Servicebereich gearbeitet. Die Tätigkeit als Dolmetscher würde ohne meinen Background funktionieren. Social Media Berater, Künstler, Rettungssanitäter. Worum es in ihrem Job geht, erzählen sie in kurzen Interviews auf der Website Whatcha-do. Und auch, was das Beste an ihrem Job ist. Man kann an einem Tag so viele Sachen erleben, das für Monate reicht. Die Idee dazu kommt von Ali Maloji, einem Flüchtling aus dem Iran. Als 2-Jähriger ist er ins Asylheim nach Dreiskirchen gekommen. In der Schule ist ihm keine erfolgreiche Zukunft zugetraut worden. Ich habe die Schule abgebrochen, habe dann über berufsbegleitende Studien, also ich habe auch ein Studium dann fertig gemacht und ich habe in meinem Leben sicher schon über 40 Jobs gemacht. Bin ich dann langsam, habe ich meinen Weg gefunden. Diese Orientierungslosigkeit soll anderen erspart bleiben. Unsere Kids wissen, es gibt viel dort draußen, wissen, es gibt Herausforderungen, aber wissen oft nicht, wie sie mit ihren Interessen, Neigungen, wo sie hineinpassen. Sie haben keine Ahnung. Das soll Whatcha-do ändern. Derzeit finanziert Maloji das Projekt überwiegend aus eigener Tasche. Und er baut auf die Nutzer des Angebots. Künftig soll nämlich jeder eigene Videos hochladen können. Und so soll die Plattform ständig wachsen und ein ambitioniertes Ziel erreichen. Jeder hat als Kind immer gesagt, ich will die Welt retten. Das hat jeder gesagt. Ich habe mir gedacht, 100% kann ich nicht retten, aber 25% der Welt werde ich retten können, weil das sind 25% der Weltbevölkerung sind unter 15 Jahren. Auch wenn er damit nicht alle Jugendlichen retten wird. Ja. Eines schafft die Plattform bestimmt. Sie zeigt, wie vielfältig Karrierewege sein können. Wenn Sie in der heutigen Welt sagen, Sie wollen die Welt retten, fragt sich jeder, ob Sie wahnsinnig geworden sind. Der moderne Mensch, wenn der hört, ich will die Welt retten, sagt zu einem, wenn du die Welt retten willst, geh ins Kino. Da gibt es Superman, da gibt es Batman, da gibt es Spider-Man, die retten die Welt. Aber du als Einzelner, das kannst du vergessen.
Aber die Wahrheit ist, und ich glaube, meine Vision damals war ziemlich einfach und sie ist es heute noch und sehr nachvollziehbar für die meisten. Es gibt Menschen in dieser Welt, die nicht wissen, wie ihre Zukunft aussieht. Und wenn wir nicht wissen, wie unsere Zukunft aussieht, wenn wir keine Vision dafür haben, keine Hoffnung dafür haben, dann kann uns diese Zukunft Angst machen. Und sie kann uns wirklich dazu bringen, Entscheidungen zu treffen, die kurzfristig gedacht sind. Und ich habe mir damals gedacht, wenn ich es mit dieser Plattform schaffe, den Menschen zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, auf Basis von Lebensgeschichten anderer Menschen, wenn ich es schaffe, den Menschen Hoffnung zu machen und ihnen zu zeigen, es gibt auch für dich eine Zukunft, es gibt die Möglichkeit, einen eigenen Weg zu gehen. Wenn man so etwas schafft, wie jemand, der hoffnungslos ist, hat man das Weltbild dieser Person verändert. Und wenn man das Weltbild einer Person zum Positiven verändert, dann hat man die Zukunft gerettet für diese Person und dann auch die Welt. Und ich glaube, für 7 Milliarden Menschen habe ich die Zeit wirklich nicht, aber manchmal reicht es, bei einem einzigen Menschen anzusetzen und diesen Menschen zu zeigen, wo Potenziale liegen. Einfach Flügel zu heben von diesem Menschen, wo dieser Mensch vielleicht schon vergessen hatte, was möglich ist. Wenn man das schafft, dann kann man davon ausgehen, dass dieser Mensch eines Tages selbst ein Vorbild für andere ist und ihnen auch die Flügel hebt. Wir haben damals mit 17 Videos begonnen in unserer Freizeit. Wir haben das an einem Wochenende gemacht, so mit einer kleinen Kamera, die hat 400 Euro gekostet. Und die Leute haben uns oft ausgelacht, haben uns gesagt, ihr wollt die Welt retten mit so einer Plattform. Und es war mal Churchill, der gesagt hat, wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Es geht in der Welt nämlich nicht darum, die beste Idee zu haben oder die smarteste oder der klügste zu sein. Es geht darum, einfach weiterzumachen. Manchmal sind, glaube ich, aus meiner Sicht die simplen Ideen die eigentlich echt einen großen Impact haben. Die Plattform WatcherDo ist heute eine Plattform, die monatlich über 1 Million Menschen erreicht. Von Präsidenten zu Friedensnobelpreisträgern bis zu Azubis erzählen hier Menschen, wer sie sind und was sie tun. Monatlich kommen 100 bis 140 neue Stories hinzu, was alle diese Menschen gleich haben. Sie beantworten alle dieselben Fragen und bis zum heutigen Tag sind es über 6000 Lebensgeschichten aus über 100 Nationen dieser Welt. Wir haben damals das Ganze in unserer Freizeit gemacht ohne Businessmodell. Unser Businessmodell hat eigentlich dann uns gefunden, als wir dann im Fernsehen plötzlich waren. Es haben sich Unternehmen bei uns gemeldet, die zu uns gesagt haben, zum Beispiel ein Unternehmen wie Edeka oder die Erste Bank. Ja, die meisten Leute kennen das, nur viele Jugendliche würden vielleicht jetzt nicht zu einer Edeka gehen und zu einer Ersten Bank, weil die gar nicht wissen, welche Jobs es da drinnen gibt. Die kennen das Unternehmen, aber wissen gar nicht, welche hunderte Jobs es da drin gibt. Und über Unternehmen kamen auf uns zu und haben uns gefragt, ob sie sich bei uns quasi auch positionieren können als Arbeitgeber. Und sie müssen sich auch alle unseren Regeln unterwerfen, also unsere 7 Fragen beantworten. Heute mittlerweile arbeiten wir mit mehreren hunderten Organisationen zusammen aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz. Unsere Plattform wird mittlerweile auch übergreifend, länderübergreifend eingesetzt, im Schulbereich, im Absolventenbereich, aber auch im kompletten Lehrbildungsbereich. Auch bei der Bundesagentur für Arbeit wird die Plattform mittlerweile eingesetzt für Personen über 50, die wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen wollen. Was wir bald gemerkt haben, ist, wir sind zwar eine digitale Plattform, aber das Wichtigste in dieser Welt, und das werden Sie wissen, ist, was Menschen heute brauchen, ist echte Inspiration, wieder Mut. Wir leben in einer Welt, wo jeden Tag etwas passiert und wir wissen ja nicht, was morgen passiert, aber wenn wir den Mut haben, an uns selbst zu glauben, dann glaube ich, können wir fast mit allem da draußen umgehen. Und wo beginnt das? Jeder Präsident, jeder Topmanager, sie alle, sie waren mal in der Schule. Und dort haben sie vielleicht bald gelernt, keine Fehler mehr zu machen, vielleicht nicht gut genug zu sein. Aus den 6000 Lebensgeschichten aus den letzten Jahren habe ich entdeckt, dass es niemals einen Menschen gab, der nicht konnte oder nicht wollte, sondern immer nur Menschen gab, die das Gefühl hatten, nicht gut genug zu sein. Und ich denke, das ist eine Sache, wo wir alle in der Verantwortung stehen, das zu verändern. Und wir haben bei WatcherDo vor 1,5 Jahren ein Projekt initiiert namens die Watcher School, wo wir Inspirationsvorträge für Kinder machen. Wir haben damit letztes Jahr über 50.000 Schüler erreicht, sind zum Beispiel jetzt nächste Woche in Hamburg bei über 1.500 Schülern. Wie wir das ausschaut, zeichnen kurz. Ich liebe euch. Das waren 1.500 Kinder im Alter von 10 bis 18 Jahren, die 2 Stunden lang das Fach Berufsorientierung hatten, mit mir zum Beispiel. Mittlerweile machen das 7 Mitarbeiter bei uns. Wir leben auch in einer Welt, glaube ich, wo die Zeit der Einzelkämpfer vorbei ist. Und das Wichtigste heute ist, eine Intimität gegenüber Menschen aufzubauen. In unserem Team sind mittlerweile über 60 Personen aus über 15 Nationen, die 20 Sprachen sprechen. Und was uns alle eint, ist dieser eine Traum. Menschen einfach eine Plattform zu bieten, wo sie selbst für sich entscheiden können, wie ihre Zukunft quasi aussieht. Aber ihnen auch diese Angst zu nehmen, weil viele Menschen glauben oft, es gibt nur diesen einen Weg. Wenn dann plötzlich die Menschen merken, dieser Weg geht nicht weiter, fallen sie in eine Krise. Das haben wir heute schon gesehen. Aber wenn ich plötzlich sehe, dass es so viele Wege gibt in dieser Welt, gewinne ich auch an Selbstvertrauen, einfach zu wissen, dass es für mich auch diesen einen Weg da draußen gibt. Wir sind ein sehr junges Unternehmen, es gibt uns gerade erst mal 6 Jahre, daher ist es umso wichtiger, echte Erfahrung im Unternehmen zu haben. Daher haben wir bei uns ein Advisory Board seit 2, 3 Jahren. Ich zeige Ihnen jetzt nur 2 Personen, die bei uns an Bord sind. Gerald Hütte, seit 2 Jahren ist mein persönlicher Mentor. Frau Brigitte Ederer kennen Sie wahrscheinlich. Sie war ehemalige HR-Chefin bei Siemens, verantwortlich für ca. 400.000 Personen. Sie ist auch bei uns investiert seit 2 Jahren. Das sind Menschen, die uns dabei einfach helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn zu einem Startup sagt man immer, ihr seid jung, ihr seid dynamisch. Das ist schon richtig.
Aber die Menschen mit Erfahrungen kennen alle Abkürzungen im Leben. Und ich glaube, die Kombination dieser Lebenswelten ist es, die am Ende des Tages etwas Nachhaltiges schafft. Wir haben auch, das ist das, was ich, glaube ich, heute Ihnen auch mitgeben wollte. Ich höre so oft, wenn es um Innovation geht oder um neue Themen geht, sagen die Leute immer, ah, die richtige Idee ist noch nicht da, der richtige Zeitpunkt ist noch nicht da. Ganz ehrlich, es ist ja niemals der richtige Zeitpunkt. Wenn Sie Ideen haben und Sie warten auf den richtigen Zeitpunkt, hier ist er, okay? Das ist das Zeichen, auf das Sie alle warten, ja? Falls so Leute darauf warten. Wir haben damals losgelegt und alle Bildungsexperten haben uns gesagt, das wird nicht funktionieren. Uns wurde gesagt, die EU gibt jedes Jahr Millionen aus für Berufsorientierung, aber so eine Idee hat ja noch keiner. Wenn du was umsetzen willst, nicht in Österreich, geh in Silicon Valley, aber doch nicht bitte im Herzen Europas, das kannst du vergessen. Vor 2 Jahren hat uns die UNO den World Summit Award gegeben für das beste Internetprojekt am Arbeitsmarkt. In Österreich haben wir den Staatspreis für Bildung und Wissen bekommen und in Deutschland den HR Excellence Award für die beste Personallösung in Mitteleuropa. Und es ist noch immer dieselbe Idee, Menschen auf der Welt erzählen zu lassen, wer sie sind und das für die Welt zu öffnen. Eine simple Idee und ich wette, ich war nicht der Erste, der diese Idee hatte, sondern unser Team waren einfach die Einzigen, die wahrscheinlich sich nicht haben von anderen Leuten verunsichern lassen. Letzte Woche war für uns bis jetzt unser größtes Highlight, wir waren eingeladen im EU-Parlament in Straßburg. Da wurden aus über 9 Millionen Projekten, die in den letzten 30 Jahren von der EU finanziert wurden, im Rahmen des Erasmus-Projektes die besten 33 ausgewählt und wir waren unter den Top 15. Was ich auf dieser Reise gelernt habe, ist, danke schön. Ich wünschte, mein Team könnte heute hier sein. Es ist so unfair, ich darf mir diesen Applaus hören, die nicht, ja. Das gebe ich denen natürlich weiter, das ist immer eine Teamleistung. Was ich auf dieser Reise gelernt habe, möchte ich Ihnen heute mitgeben. Und deshalb möchte ich das ein bisschen aber auch Ihnen zeigen, ein bisschen. Ich habe als Kind immer gedacht, das Leben ist eine gerade Linie. Es gibt diese Karrierewelt. Du machst die Schule fertig, du machst die Uni fertig, du gehst zu einem Job und den machst du dein Leben lang und danach kommt die Rente. Du kannst dich endlich zurücklehnen. Das habe ich immer gehört. Als Kind wurde mir gesagt, Ali, wenn du einen sicheren Job willst, geh in die Finanzbranche. Dass du immer einen sicheren Job. 2008 kam die Finanzkrise. Mir wurde als Kind gesagt, wenn du einen sicheren Job willst, gehst du zu einem Unternehmen wie VW zum Beispiel. Diese großen Konzerne, die haben immer sichere Jobs, wenn du keinen Blödsinn machst. Ich glaube, dass letztes Jahr einige Personen aus den Medien erfahren haben, dass es dem Unternehmen nicht so gut geht. Wenn Sie sich mein Leben ansehen, ich möchte Ihnen kurz etwas zeigen. Also, das ist mein Name, Ali Malocci. Den Nachnamen kann kein Mensch aussprechen. Ja? Falls Sie später Fragen haben, nur Ali, okay? Und das ist meistens für Sie peinlicher als für mich. Ja? Ali reicht, ja? Mein Lebenslauf in Kürze, ich habe es vorher kurz angeteasert, ich kam als Flüchtling nach Europa. Wir sind zum Glück dann in Europa geblieben. Ich habe meine Karriere klassischer Schulabbrecher begonnen. Ich habe 10 Jahre meines Lebens sehr stark gestottert, deshalb habe ich auch die Schule abgebrochen. Ich habe dann die Schule nachgeholt, habe dann fertig studiert, habe in meinem Leben über 40 Jobs gehabt, vom Bauarbeiter bis Briefträger. Nach dem Studium war ich dann Unternehmensberater im SAP-Bereich bei Siemens, dann war ich der jüngste Manager Österreichs bei Sun Microsystems, einem großen globalen Konzern. Habe dann einen astreinen Burnout hingelegt, habe mich dann wieder gefangen und beschlossen, ich möchte was Sinnvolles tun und bin in den Bildungsbereich gegangen. Ich wurde Lehrer, das war 2010. Und habe daraus dann diese Plattform WhatchaDo dann wiederbelebt mit der Hilfe von Freunden. Heute ist es ein Unternehmen mit fast 60 Mitarbeitern und ich bin seit 2013 europäischer Jugendbotschafter für alle unter 30. Das heißt, falls jemand im Publikum ist und der unter 30 ist, ich bin euer Vertreter in der EU. Falls ihr Stress habt mit der EU, sagt mir das. Ich bin in 2 Wochen wieder in Brüssel. Ja. In unserer Welt, wo wir oft bei Veränderungen da draußen sofort die Krise bekommen, wo wir sagen, du brauchst einen Karriereplan. Diese blöden Fragen, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? In dieser Welt bin ich doch mit meinem Lebenslauf eigentlich ein Fehler im System. Und das habe ich mein Leben lang gedacht. Mein Leben lang dachte ich, ich bin ein Fehler im System, bis ich begonnen habe, mit Menschen über ihr Leben zu sprechen. Und wenn du jemanden, der 40 Jahre alt ist, fragst, hast du mit 14 Jahren gewusst, wo du heute stehst? Die meisten Leute lachen dich aus. Die sagen, ich habe ja nicht mal gewusst, dass es das Unternehmen gibt oder den Job. Aber in unserer Denke glauben wir sehr wohl zu wissen, wohin es geht. Und wir Menschen haben dieses Gefühl, wenn diese Zufälle da draußen in der Welt passieren, sind wir dafür nicht gewappnet. Aber ich kann Ihnen sagen, unser Leben besteht aus einer Ansammlung von Bällen, die uns das Leben zuwirft. Nur wir haben das vergessen. Und deshalb möchte ich Ihnen jetzt 2 Fragen mitgeben. 2 ganz einfache Fragen. Und die habe nicht ich mir überlegt, sondern ich war in einer Brennpunktschule in Berlin vor circa 2 Jahren und habe ein Mädchen kennengelernt, ein 12-jähriges Mädchen aus Syrien. Und die hat mir diese 2 Fragen gestellt. Und diese 2 Fragen haben meine ganze Sichtweise über die Welt verändert. Denn die haben mich dazu gebracht, eine neue Sicht auf das Leben zu entwickeln. Und das will ich Ihnen eigentlich heute nur mitgeben. Die erste Frage, die ich an Sie habe, ich stelle Ihnen jetzt 2 Fragen, es reicht, wenn Sie aufzeigen, und es gibt kein richtig und kein falsch. Es wird heute keiner bewertet oder so, ja, keine Angst. Ja.
Die erste Frage, die ich an Sie habe zum Beispiel ist, wer von Ihnen kann sich daran zurückerinnern, also wirklich bewusst daran zurückerinnern, sich die eigenen Eltern ausgesucht zu haben? Also unterbewusst, glaube ich, ganz klar, wir können uns die Menschen aussuchen oder es fließt alles zusammen. Aber wer kann sich bewusst daran zurückerinnern, kurz vor der Geburt eine Art Katalog aufgeschlagen zu haben, wo drin ist, ah, das ist die Rothaarige, sie fährt einen BMW, sie ist Ärztin, ja, super Ausbildung, ist Akademikerin und das ist ihr Mann. Der schaut aus wie Superman, ist Arzt, ja, ah, das sollen meine Eltern sein. Wer kann sich an das zurückerinnern? Okay, also die wenigsten, ja. Die zweite Frage ist, wer von Ihnen kann sich daran zurückerinnern, sich ausgesucht zu haben, wo er oder sie geboren wird? Also wer hat kurz vor dem Geburt einen Atlas aufgeschlagen und gesagt, hey, Deutschland, boah, cooles Land, im Fußball sind sie super, reden komisches Deutsch. Ja. Ah, Österreich, die haben so ein, deren Deutsch ist jetzt auch nicht besser, im Fußball wird das nichts mehr. Ja. Aber die haben Schnitzel und wenn die Welt untergeht, geht nach Wien, weil da passiert eh alles 100 Jahre später. Ja. Wer hat sich das so ausgesucht? Naja, ist ja so, oder? Ist ja wirklich so. Also das muss ich als Wiener sagen. Ja. Aber wer hat sich das so ausgesucht? Ich weiß, dass Sie lachen und sich jetzt sagen, ha, lustige Fragen, aber ist Ihnen bewusst, dass Ihre Hautfarbe, Ihre Haarfarbe, Ihr Geschlecht, Ihr Alter, Ihr Vorname, Ihre Herkunft, das ist doch so gesehen ein Zufall. Mein Name ist Ali und wenn ich mich in Deutschland oder in Österreich auf einen Job bewerbe, bei gleicher Ausbildung wie ein Österreicher oder ein Deutscher, habe ich 6-mal schlechtere Chancen, den Job zu bekommen. Aufgrund meines Vornamens, meines Aussehens, meiner Herkunft. Also ich weiß, dass ich mir das nicht ausgesucht habe. Wir reden davon, dass Frauen und Männer in dieser Welt gleich sind, was die größte gesellschaftspolitische Lüge unserer Zeit ist. Weil wenn ich mir die großen Machtsysteme dieser Welt ansehe, wo sind denn die Frauen? Ist das, weil Frauen schlechter sind? Ich bin noch nicht fertig, Sie brauchen noch nicht applaudieren. Spaß, ja. Wenn es gut war, können Sie dann applaudieren, ja. Wenn es schlecht war auch, ja. Weil die Frage ist dann, sind Frauen schlechter im Bereich Management oder Technik zum Beispiel? Nein. Wir wissen aus Untersuchungen, dass Frauen da teilweise viel besser sind. Nur wir leben in einer Welt, wo das Kind mit 4 Jahren hört, weißt du, in der Wirtschaft braucht man Ellbogen, da muss man sich durchsetzen und das sind eher die Jungs. Oder weißt du, Frauen haben im Bereich Technik nicht so sehr was verloren. Und dann wundern wir uns 30 Jahre später in der Wirtschaft, warum haben wir keine Frauen mehr im Bereich Technik oder Führung? Und versuchen, wie blöd, Kampagnen zu schalten, um die Frauen daran zu erinnern, da gibt es ja auch Technik und das Ganze für dich. Vergessen aber, dass dieser Mensch am Tag seiner Geburt nicht mal wusste, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Und wir begonnen haben, in unserer Gesellschaft diesen Menschen ein Bild überzustülpen, aber den Menschen niemals beigebracht haben, Dinge zu hinterfragen, ob das Wissen ihr eigenes ist oder das Wissen von anderen Menschen. Und auf der anderen Seite unseres Lebens, ganz ehrlich, laut WHO werden wir circa so 84, 85, ich möchte 103 Jahre alt werden, aber ich könnte heute auf die Straße gehen und ein Taxi knallt gegen mich. Denn die Wahrheit ist, wir wissen alle nicht, wann der letzte Tag unseres Lebens ist. Das kann heute sein, das kann in 40 Jahren sein. So gesehen nämlich beginnt unser Leben mit einem Zufall und es endet mit einem Zufall. Und in der Mitte glauben wir allen Ernstes, Pläne machen zu können für die nächsten 40 Jahre unseres Lebens. Obwohl, wenn Sie sich die wichtigen Dinge Ihres Lebens ansehen, die wichtigen Fundamente des Lebens, Ihr bester Freund, Ihre beste Freundin, die eigene Ehefrau, das waren eines Tages fremde Menschen in Ihrem Leben. Sie sind nicht aufgestanden, haben geplant, dass Sie am Freitag um 21.17 Uhr eine Traumfrau kennenlernen. Nein, aber Sie haben etwas gemacht und das haben Sie alle richtig gemacht. Sie haben dem Leben eine Chance gegeben. Sie haben gewusst, das kann schief gehen. Sie haben sich auf die Lebenswelt einer anderen Person eingelassen, durch die schönen und die harten Zeiten, haben gemeinsam die Lebenswelt des anderen entdeckt, gemeinsam neue Welten aufgebaut, aus Erfahrungen gelernt, sie sind in Beziehung gegangen und so haben sich plötzlich neue Wege, aber auch Kreuzungen aufgetan, von denen sie alleine niemals gewusst hätten, dass sie existieren. Und dann 10 Jahre später blicken sie zurück, schauen ihre Frau und sagen, hättest du gedacht, dass wir uns durch einen Zufall kennenlernen? Aber wenn es um die Zukunft geht, haben wir genau vor diesen Dingen Angst. Und ich merke oft, wenn Menschen über Veränderung reden, sagen sie, ich bin nicht lernfähig, ich kann das nicht, ich kann mich nicht an neue Dinge anpassen, Ali, das geht nicht. Und diesen Menschen sage ich immer, erinnern Sie sich zurück, wie Sie sprechen gelernt haben oder gehen gelernt haben. Am Tag unserer Geburt waren wir ein Stück Hardware oder Software. Wir haben in die Windeln gemacht, Leute haben uns gefüttert. Wir wussten ja nicht mal, ob es eine Wirtschaft gibt. Wir wussten ja nicht mal, ob es eine Ampel gibt und bei Grün darf ich drüber gehen und bei Rot bleibe ich stehen. Ich wusste ja nicht mal meinen Vornamen. Andere Menschen haben vor mir meinen Vornamen gewusst als ich selbst. In den ersten 3 Lebensjahren lernen wir mehr als im Rest unseres Lebens. Und wenn Sie als Kind in Österreich geboren worden sind, in einer österreichischen Familie, dann können Sie irgendwann die Sprache Deutsch als Muttersprache. Wird dasselbe Kind mit demselben Gehirn in Italien geboren, kann es perfekt Italienisch. Wird dasselbe Kind mit demselben Gehirn in Indien geboren, kann es Indisch.
Wie lernt dieses Kind die Sprache? Durch Druck? Weil jemand neben diesem Kind steht und sagt, du musst das lernen? Wir wussten ja nicht mal, dass es Sprache gibt, weil wir keinen Grundwortschatz hatten. Aber unser Gehirn war in der Lage, aus der Neugierde heraus, der treibenden Kraft unseres Lebens, diese Dinge zu lernen, weil wir die Lust dazu hatten, Neues zu entdecken. Wir haben es nicht als Angst gesehen, wir wollten Teil des Ganzen sein. Irgendwann sagt unser Vater 10-mal Ali, Ali, Ali. Und dann schnalle ich irgendwann, okay, der Typ meint mich. Ja, und sagt, ja, Ali. Und dann irgendwann beginnt man zu reden, weil wir wollten. Oder wissen Sie, und 10 Jahre später sagt man in einer Schule zu einem Kind, das Kind, naja, sprachlich ist das nicht begabt. Obwohl das Kind aus dem Nichts heraus eine Sprache gelernt hat, in einem Land, wo es sich nicht ausgesucht, wo es geboren wird. Oder wissen Sie noch, wie Sie gehen gelernt haben? Kein Kind steht von heute auf morgen auf und geht. Kinder beobachten Erwachsene, andere Menschen, sie wollen Teil des Ganzen sein. Ein Kind, das beginnt auf allen Vieren zu krabbeln, rennt immer zu den Eltern. Es will unbedingt hin. Und kein Kind steht von heute auf morgen auf und geht. Ein Kind steht auf, fällt auf die Schnauze. Es macht einen Fehler. Das Kind weiß nicht, dass es einen Fehler macht. Für das Kind ist es der normalste Lernprozess des Lebens. Es steht auf, 40 Mal, fällt 40 Mal auf die Schnauze. Aber beim 41. Mal schafft das Kind irgendwie zu balancieren, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und heute laufen wir in der Gegend herum, können auf einem Bein stehen und heute Abend bei der Party saufen wir uns alles so nieder, dass wir es trotzdem noch irgendwie zum Taxi schaffen. Ja? Und dann sagen wir allen Ernstes zu anderen Menschen, jetzt kommt die Veränderung und nicht alle können damit umgehen. Obwohl wir die komplexesten Dinge für unser Gehirn aus dem Nichts herausgelernt haben, ohne Druck. Weil was ich oft sehe, ist, dass wir Menschen sehen, die das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Und auf der einen Seite haben wir dieses Wahnsinnspotenzial. Es gibt nämlich nicht dieses Kind, das in der Ecke sitzt und sagt, ich will die Muttersprache nicht lernen. Oder ich lerne jetzt nicht gehen, ich habe es 10-mal versucht, das wird nichts mehr. Ich meine das ganz ernst, aber über Mitarbeiter denken wir so, über andere Menschen. Und die Frage ist, aber was ist mit uns passiert? Weil ich glaube, wir haben es nicht verlernt, wir haben es vergessen. Und aufgefallen ist es mir, als ich Lehrer war. Sie kommen als neugieriges Kind in die Schule, sie sind begeistert, sie wollen das Warum wissen und was sie lernen ist Gehorsam. Da draußen steht ein Mensch, der ihnen sagt, was sie lernen sollen, wie sie es lernen sollen. Sie werden geprüft. Und wenn sie es so wiedergeben, wie das jemand anderes von ihnen will, dann sind sie gut genug. Sie werden bewertet, was im Gehirn einer Verletzung gleichkommt. Leider Gottes sehen wir das nicht. In derselben Schule schreibst du einen Test mit 20 Beispielen und du bekommst diesen Test zurück und da steht drauf, du hast 4 Fehler, aber nicht, du hast 16 richtige. Plötzlich wird das, was uns dazu gebracht hat, gehen zu lernen, nämlich das auf die Schnauze fallen und Fehler machen, Dinge ausprobieren, ist schlecht. Wenn wir 0 Fehler machen, dann sind wir gut genug für diese Welt. Und das bringt uns in eine Gesellschaft, wo Menschen Angst haben und andere benötigen, denen wir eine Vision des Lebens geben. Harry sitzt schon neben mir. Ich habe noch eine einzige Slide. Es tut mir so leid. Was ich Ihnen nämlich mitgeben möchte am Ende ist, egal wann immer Sie den Fernseher einschalten, wir glauben manchmal, die Welt geht unter. Und es gibt genug Leute, die sagen uns, ja, die Welt geht unter. Aber die Wahrheit ist, wie diese Zukunft aussieht, das wissen wir nicht, denn sie wurde noch nicht geschrieben. Aber wir haben alle die Macht, unsere Zukunft zu schreiben. Wir wissen nicht, ob unsere Entscheidungen immer die richtigen sind, aber also, wenn wir keine Entscheidungen treffen, werden es vielleicht andere für uns treffen. Aber wir haben jeden Tag die Macht zu entscheiden, wie wir mit den Herausforderungen umgehen. Ob wir Angst haben, uns zurückziehen oder sagen, okay, das ist eine neue Möglichkeit, mit Dingen umzugehen. Ich möchte Ihnen nämlich eines klar machen. Sie haben eine einzige Lebenszeit auf diesem Planeten, die Sie sich nicht ausgesucht haben. Das ist ein verdammtes Geschenk und Sie können so von Glück reden, dass Sie im Herzen Europas leben. Wir alle nämlich. Wenn wir nämlich eine bessere Zukunft für unsere Welt wollen, müssen wir eines verstehen. Wir alle sind diese Zukunft und sonst niemand. Egal, wo wir in welcher Position sind, wir haben jeden Tag die Macht zu entscheiden, wie wir mit den Dingen da draußen umgehen. Und damit beginnen wir das System automatisch mit zu verändern. Und ich bitte Sie, das auf keinen Fall zu vergessen tagtäglich, weil wir Menschen sind die Schöpfer unserer Welt. Alles, vor dem wir Angst haben, die Digitalisierung, unsere Mobilephones, die haben wir erschaffen. Wir haben die Macht, damit Dinge zu tun, die wahrscheinlich vor 100 Jahren unsere Vorväter niemals gedacht hätten. Dankeschön. Komm, 15 Sekunden, ja. Ich habe 5 Minuten überzogen, oder? Ja, ungefähr. Tut mir leid. Alles super. Ali, schön, dass du da bist. Du, mich hat es so immer so inspiriert, was du machst. Diese Idee zu verfolgen, dem nachzugehen, die Widerstände wahrzunehmen, aber zu sagen, hey, ich bleib drauf und im Zentrum eben den Menschen zu haben. Wie geht's dir, wenn du in diese vielen
reinen Digital Startups schaust, ja, die ja anders, oft anders ticken, wie du drauf bist. Wie geht's dir da? Ich glaube, das ist ein... Das ist nicht du, glaube ich. Komm, wir gehen nach vor. So, geht das so? So geht das. Also, ich bin bei einigen Startups beteiligt und ich bin auch in einem Advisory Board, wo ich immer wieder aushelfe und das Ganze. Und was ich merke, ist, dass wir in einer Welt gerade leben, wo es noch nie so viele Möglichkeiten gab, ein eigenes Startup zu machen, das Ganze. Nur das Problem ist, ich habe das Gefühl, dass manchmal, ich treffe Leute, die haben die Wirtschaftsunis fertig gemacht, ganz smarte Typen, und die wollen sich selbstständig machen. Und dann redest du mit denen und fragst sie, und welche Idee hast du? Welches Problem willst du lösen auf der Welt? Dann erzählen sie dir von einer elektrischen Saftpresse. Kostet $700, funktioniert nur mit WLAN und ist wahrscheinlich für die reichsten 1% dieser Welt. Und ich frage diese Menschen oft, welches Problem löst du? Und dann ziehen sie halt irgendein Problem aus der Nase. Und ich glaube, wir sind die erste Gesellschaft oder die erste Generation, die überhaupt erst lernt, mit diesen Möglichkeiten umzugehen. Es gab vor uns noch keine Generation, die mit Social Media, mit dieser Fülle an Möglichkeiten jemals zu tun hatte. Und ich glaube, dass in 50 Jahren die Generation über uns lachen werden, welchen Blödsinn wir gemacht haben. Wir haben mit Facebook die Macht, Menschen auf der ganzen Welt kennenzulernen. Und welche Sachen tun wir? Wir laden Katzenfotos hoch. Ja. In 50 Jahren wird man, glaube ich, über uns lachen, aber wir müssen das lernen. Wir dürfen da gar nicht zu hart zu uns sein. Aber den Startups, was ich ihnen oft sage, ist, löse ein Problem, ein echtes Problem auf dieser Welt, ansonsten lass die Finger davon. Und du bist jetzt auch, du hast es erwähnt, Jugendbotschafter für die EU und stehst sozusagen auch für eine Generation, stehst für eine junge Generation, die ja oft sozusagen mit kritischen Augen betrachtet wird. Du hast die Fotos gezeigt, die Videos, die Selbstverliebtheit, die nur mehr Spaß und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass du es nicht so siehst, dass es nur so ist. Also ich werde oft geholt in Schulen, in die sogenannten Brennpunktschulen, in Berlin oft, in Hamburg und das Ganze. Und ich höre immer, ja, da gibt es die Jugendlichen, wissen Sie, aber Leute, die wollen nicht, das interessiert die nicht. Und ich habe es vorher kurz erwähnt, es gibt nicht den Jugendlichen, der nicht will oder der nicht kann. Es gibt nur Menschen, die in ihrem Leben die Erfahrung gemacht haben, sie sind nicht gut genug. Und aus der Gehirnforschung weiß, so wissen wir ganz genau, der Mensch findet immer für sich Lösungen, um damit umzugehen. Und wenn jemand das Gefühl hat, er wird verletzt, dann gibt es zwei Sachen bei Kindern. Das eine ist, die Kinder gehen in die Gegenantwort, sagen zu ihren Eltern, du bist blöd. Ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Oder sie ziehen sich zurück und sagen, ja, stimmt, ich bin blöd, ich bin dumm. Sie brauchen immer eine Art Erklärung für sich selbst, warum das so ist. Ja? Und was ich erlebt habe bei den Kindern oft, ich werde zu Kindern geholt, was heißt, die wollen nicht, die können nicht. Und plötzlich beginnst du bei diesem Kind, mit denen in eine Diskussion zu gehen, in eine Kommunikation, und du machst dem Kind klar, ich sehe deinen Schmerz. Ich weiß, dass du Angst hast. Ich weiß, dass du das Gefühl hast, du bist nicht gut genug. Und plötzlich werden diese ganzen harten Jungs plötzlich ganz weich und hören dir zu. Was wir Menschen wieder lernen sollten, ist, dass wir unsere Aufmerksamkeit nicht hier reingeben sollten, sondern die Augen des anderen. Wir brauchen Empathie, wir brauchen Dinge für den anderen wahrnehmen. Und wenn man das bei Jugendlichen macht, dann kann man noch vieles drehen. An der Stelle könnte ich auch noch Werbung für eine App machen, die wirklich großartig ist. Die heißt Moments. Das ist die ist super, die haben wir auch schon untergeladen. Moments ist super. Die ist, die trackt die Zeit, die Sie im Smartphone verbringen, und sagt Ihnen nachher Minuten genau, wann, wie oft Sie das in der Hand hatten, wie oft Sie gegangen sind und mit dem Ding auf das Ding geschaut haben. Es tut etwas mit einem, muss ich sagen. Die ist wirklich zu empfehlen. Moments, also ist auch sauber, ja, ist alles gut. Ali, schön, dass du da warst, schön, danke, dass du uns hier beglückt hast. Wir helfen dir, die Welt zu retten.